einer der Toten soll zu den Bankräubern gehören und man spricht hier von einem zweiten Täter, der offenbar flüchtig ist. Über die Höhe der Beute und über die Täter selbst, da weiß man bisher noch nichts. Aber man nimmt an, dass es sich um knallharte Profis handelt, denn sie konnten bis in das Innere der Bank, bis in das Herzstück, den Tresorraum vordringen. Überall Alarm. Ich bin ja bei dir. Mit Glauben kommt man in unserem Geschäft nicht weit. Leon hat's fast erwischt. Er wollte uns über die Klinge springen lassen. Dieses Schwein hat uns absichtlich nichts von der Lichtschranke erzählt. Reiß dich bitte zusammen. Ach, ich weiß, was ich mit dir mache. Wenn das ich ist doch Quatsch. Ich nehme dich auseinander. Leon. Ich knall dich ab, du Scheißkerl. Leon, hör auf, das bringt doch nichts. Ja? Hör zu. Ich kläre das. Ich rufe euch gleich wieder an. Die Bedingungen haben sich verändert. Wir haben das Risiko. Ich auch. Die Bullen waren hier. Wenn du uns über den Tisch ziehen willst, dann... Leon, das bringt nichts. Ihr wollt das Geld doch gewaschen. Das geht nicht im Waschsalon für 6,50. Schon gar nicht, wo eure erste Nummer schiefgelaufen ist. Ich finde, 1,5 Millionen sind fair. Drei. Zwei. Zweieinhalb. Zwei oder die Sache ist geplatzt. Okay, einverstanden. 2 Millionen Cash in einem Koffer. Die Sache steigt in den nächsten Tagen. Alle Details bekommt ihr auf eurem PC. Entschuldigen Sie bitte, wo ist eigentlich Lothar? Lothar? Lothar Dubrinsky, er hat an der Bar gearbeitet. Ich glaube, er hat gekündigt. Warum fragen Sie? Das ist ein alter Freund von mir. Haben Sie vielleicht eine Idee, wo ich ihn finden kann? Nein. Wollen Sie spielen oder möchten Sie sich unterhalten? Noch eine Runde. Charlie. Wir müssen Roulette spielen. Unsere Gewinnchancen sind optimal. Wie kommst du denn darauf? Ich hab gerechnet. Verzeihung, spielen Sie oder spielen Sie nicht? Augenblick bitte. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Stunde die 11 oder die 0 kommt, liegen bei 43%. Das ist ja nicht mal halbe. Ach, Charlie, Mensch, für eine einzelne Zahl ist das genial. Normalerweise liegt die Wahrscheinlichkeit unter 1%. Und wieso liegt sie ausgerechnet heute bei 43%? Weil ich das so berechnet habe. Entschuldigen Sie bitte. Mein Freund meint, wir sollten unser Glück am Roulette versuchen. Ja, hallo? Ja, ist angekommen. Alles okay.